Oh.
Auch ganz einfach überraschen, drücken wir die Daumen, dass es ein tolles Paket wird, ein erfolgversprechendes Paket, das hier geschnürt wird von Niklas Stütte-Falke und von Nathalie Sulpan-Schmidt. Ja.
natürlich hier in unserem niederbayerischen Radiosport, aber überhaupt im Radiosport. Alois Scheidhammer, August Regner vom MSC Emmersdorf auf dem Opel Astra. Ja, Alois, nimm mal einen Schluck, weil ich stelle dir jetzt eine ganz schwierige Frage. Warum fährst du denn durchs Feld? Ich bin nicht durchs Feld gefahren, ich bin am Start gestanden und nur der Marder meinen Stoßstangen weggeknappert. Na, hör auf, die hintere. War der Marder schneller wie du? Nein, die vordere, und dann habe ich mit dem Fuß das hier nicht geschnallt, dass er 5 Meter hintere geworfen hat. Dann ist er total jähzornig zurückgekommen und hat hinten nochmal angebissen. Unglaublich, auf was man hier gefasst sein muss bei der ADAC 3 Städterallye. Ich würde mal sagen, hast du heute Abend noch einen Termin frei? Wir würden dich verpflichten für die Siegerehrung als Comedian. Vielleicht kannst du eine neue Karriere starten. Und damit herzlichen Glückwunsch euch beiden. Arno Scheidhammer, August Regner auf dem Opel Astra. So, damit sind wir angelangt bei der Startnummer 83 beim Klaus Huber und beim Karl Schauer auf dem VW Golf, die sich ja nach längerer Rallye-Abstinenz wieder zurückgemeldet haben. Habt ihr denn schon wieder Feuer gefangen von der Geschichte? Naja, es darf schon Spaß machen, bloß ist halt immer ein bisschen ein Zeit- und Geldproblem das Ganze, aber lasst mal schauen, das war jetzt noch ein bisschen ein Test, aber es kann schon gut möglich sein, dass wir nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr fahren und naja, mal schauen. Mal schauen. Ja, wir schauen mal auch und würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder mehr von euch hören, mehr von euch sehen und mehr über euch berichten können.